Autohaus Peach. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen. Und mit unseren umfassenden Werkstattleistungen bringen wir Sie wieder schnell auf Touren, wenn es einmal nicht so läuft. Autohaus Peach. Höchste Qualität im Service und Verkauf. Dienstagnachmittag, wir stehen hier an der Illushöhe, 3 Tage nach dem 0:4 des VfL Osnabrück bei der Spielvereinigung Greuther Fürth mit dem Trainer des VfL Osnabrück, Tobias Schweinsteiger. Herr Schweinsteiger, hallo. Ja, es war eine Niederlage, die jetzt schon ein paar Tage her ist, aber wahrscheinlich noch immer in Ihren Köpfen hinterherhängt. Ja, ich muss sagen, jetzt nach der ersten Trainingseinheit blickt man schon wieder Richtung Richtung Kiel und sind ja, ich glaube, deutlich entschlossener heute in die Trainingswoche gestartet, als wir vielleicht nach dem Spiel auf der Busfahrt das in den Köpfen hatten. Und wir haben viel darüber gesprochen, ja, am Samstag noch nach dem Spiel, also am nächsten Tag, Freitag in der Kabine schon. Ja, und gestern auch viel in Gesprächen gewesen. Und heute ja, wollten wir für uns nicht wieder Neustart rausdeklarieren, wie wir das nach dem Hannover-Spiel gemacht haben, sondern eine jetzt erst recht Mentalität raushauen. Ja, und das ist jetzt der Weg. Wir müssen nach vorne schauen. Ja, keiner setzt mehr auf uns und wir müssen alles dafür tun, nicht wieder unsere Fans zu enttäuschen. Sie haben es gerade angesprochen, nach dem 0:7 in Hannover und das Spiel in Fürth hat ein bisschen daran erinnert, in der Entstehung auch, dass man eben vor allem nach der Halbzeit dann, doch einige Tore kassiert hat und dann nicht mehr rausgekommen ist. Sie konnten sie in Fürth stabilisieren, aber nach der Niederlage in Hannover haben sie hier eben sich zusammengesetzt, haben nochmal bestimmte Ziele deklariert und bestimmte Positionen nochmal festgelegt. Jeder konnte seine Meinung sagen. Das hat dazu geführt, dass danach eine gute Phase kam. Sie haben gerade gesagt, das wollten wir diesmal bewusst nicht. Wie wollen Sie diese Jetzt-erst-recht-Mentalität denn schaffen? Ja, es geht ja nicht, dass wir uns alle 4 Wochen oder 5 Wochen zusammensitzen, wenn wir es nicht auf den Platz kriegen und dann wieder drüber reden und dann ist vielleicht ein Spiel mal oder 2 Spiele mal abrufen. Sondern wir müssen tagtäglich hart arbeiten. Ja, wir müssen uns immer in den Spiegel schauen können abends, ob wir alles dafür gemacht haben, um erfolgreich zu sein. Und das kann bei uns natürlich, haben wir alles dafür gemacht, die Mannschaft so vorzubereiten, haben wir uns alle Gedanken genau richtig gemacht, welche Mannschaft passt zum Gegner, aber halt die Spieler müssen schlussendlich entscheiden. Und das ist doch bei den Spielern so ganz einfach zu sagen, hey, warum läuft Fürth 8 Kilometer mehr? Zu was bin ich eigentlich zu leisten imstande und kriege ich das auf dem Feld hin? Und das sind natürlich ein paar Parameter relativ leicht abzurufen. Das sind so Laufsachen, so Zweikampfdinge, die sind objektiv, ja. Ein paar subjektive Sachen. Da kann man immer drüber wechseln, ob einer mal vielleicht einen Fehlpass spielt oder vielleicht eine taktische Aufgabe nicht ganz perfekt löst. Aber das, was uns vorgeworfen werden kann, dass wir nicht genug investieren, das darf nicht passieren. Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und da sind dann auch die Spieler in der Bringschuld. Ja? Und trotzdem ist es so, dass wir ihnen dabei helfen. Ja, wir lassen die nicht allein und sagen, ihr müsst jetzt, sondern nein, wir hängen da genauso mit im Boot. Und es geht nur zusammen und wir müssen da zusammen raus. Wir müssen den Jungs einen optimalen Plan mitgeben. Wir müssen schauen, dass die Jungs uns vertrauen und wir müssen die Jungs so vorbereiten, dass sie dann in der Lage sind, ihr Potenzial abzurufen und dass sie das schon mal zeigen konnten. Stimmt uns positiv, dass das auch wieder abrufbar ist. Was war denn so in der Aufarbeitung jetzt? Sie haben sich ja intensiv damit befasst, bevor wir dann vorausschauen, in der Aufarbeitung dieses Spiels die wichtigsten oder die schwierigsten Punkte, die aus Ihrer Sicht nicht funktioniert haben? Ja, grundsätzlich so, dass wir mit dem Ball nicht gut waren, dass wir zu inaktiv waren. Das hat uns auch keine Luft zum Atmen gelassen. Wir haben dann auch zu viele technische Fehler gemacht. Wir haben unsere Umschaltchancen überhaupt nicht genutzt. Wir sind trotzdem, dass wir es nicht genutzt haben, 3-mal allein aufs Tor gelaufen von der Mittellinie. Waren dann einfach in den Momenten, in den individuellen Duellen, die wir eigentlich gewinnen wollten, wo wir sagen, okay, da sind wir auf Augenhöhe, die können wir gewinnen, haben wir halt auch 3-mal diese individuellen Duelle verloren und die wurden halt dann postwendend bestraft mit den Gegentreffern zum 2., 3. und 4. Tor. Und das darf uns einfach nicht passieren. Sie haben gerade auch die Laufleistung angesprochen. Auch Amir Chaposade, der Sportdirektor, hat gesagt, bei uns passt es in den Basics im Moment nicht so richtig. Sie haben auch auf der Pressekonferenz gesagt, Fürth war uns in fast allen Belangen überlegen. Diese Laufbereitschaft, diese 8 Kilometer weniger, das ist natürlich was gewesen, was auch augenfällig war. Ist das jetzt nur ein Problem der
dieses Willens oder vielleicht der Fitness oder der Kraft, die Spieler haben oder und der Körperlichkeit, die in der zweiten Liga auch kommt? Oder ist es auch eine mentale Geschichte? Denn das haben Sie ja auch angedeutet. Ich glaube, es hängt schon auch viel mental auch zusammen. Dass wir haben trotzdem, wenn man es auf die Netto-Spielzeit runterrechnet, glaube ich, sind wir die 8 meisten Kilometer gelaufen in der Liga. Also wir können im Ligaschnitt laufen. Fürth ist natürlich eine Mannschaft, die extrem viele laufstarke Spieler hat. Mit Asta, mit Abiyama, mit Lemperle, mit das Laufstärkste, was du oder Haddadi, das du kriegen kannst in der Liga. Trotzdem erwarte ich, dass wir da mehr dagegen halten. Ja? Und dann ist es schon so, dass wir das gegen den Ball oft matchen können, aber mit dem Ball sind wir zu inaktiv. Und das ist ein Riesenpunkt, den wir aufarbeiten müssen, wo wir dranbleiben müssen, wo wir auch die Jungs weiterhin rein treiben müssen, auch im Training. Das ist mental, dass es immer leichter läuft, wenn es gut läuft, wenn die Stimmung gut ist. Das haben wir gegen Hamburg gesehen. Da sind wir 122 Kilometer gelaufen. Also da sind wir 2 mehr gelaufen als Fürth. Nur wir müssen es halt dauerhaft abrufen. Das ist ein Punkt, wo wir deutlich besser werden müssen, dass wir es in der Konstanz hinkriegen. Da werden wir weiter dranbleiben, da werden wir die Jungs helfen und sie versuchen da reinzutreiben, dass sie das hinkriegen. Und trotzdem ist es am Samstag so, dass die Jungs am Feld meist allein sind. Und dann geht es darum, wie sehr will ich es, wie sehr mache ich auch diese Meter, ja, bis ich nicht mehr kann. Wie oft laufe ich vielleicht umsonst in die Tiefe, bis vielleicht der eine Ball kommt. Höre ich dann am 5. Mal auf oder laufe ich ein 6., 7., 8., 9. Mal rein. Und wenn ich 10 Mal umsonst laufe, dann kann ich mir persönlich selber nichts vorwerfen. Und das ist das, wo wir hinkommen müssen. Sie haben aber auch angesprochen, so eine Niederlage wie gegen Wien Wiesbaden, also das Spiel vorher, dieses 0-2, das macht auch in den Köpfen der Spielern was. Das haben Sie direkt nach dem Spiel gesagt. Das spricht ja auch für eine gewisse Geschichte, die Sie gerade angesprochen haben, dass die Mentalität da eben auch eine Rolle spielt. Sie arbeiten jetzt mit Manfred Blüsenkamp seit einiger Zeit auch wieder zusammen. Kann der auch einen kleinen Beitrag dazu leisten oder können Sie im Training irgendwie einen Beitrag leisten, diese mentalen Sachen nochmal speziell in Angriff zu nehmen oder ist das etwas, was man immer mit... Nee, das läuft bei uns die ganze Zeit mit rein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und trotzdem ist es so, wir haben halt zu wenige Spieler, die diese Konstanz aufs Feld kriegen können. Und ja, dann kann es natürlich sein, dass oft Schwankungen im Team da sind. Die Niederlage gegen Wiesbaden war schon extrem hart, vor allem wenn du danach nach Fürth fährst und weißt, du kriegst da eine richtig coole Mannschaft, die vielleicht vom Tabellenplatz her nicht da steht, aber wer das Spiel gesehen hat, weiß, zu was sie in Lage sind und wenn die in den Flow reinkommen, haben sie einfach enormes Potenzial und auch eine enorme Erfahrung. Ja, wenn man Julian Green und Rigotta dann sieht, der spielt keinen Fehlpass, der andere läuft noch 12 Kilometer pro Spiel und das ist dann schon was. Da muss viel passen, ja, und wir haben es in Fürth. Ich fand erste Halbzeit, wir haben aus dem Spiel ja nichts Großes zugelassen. Also wenn du mit unseren Innenverteidigern sprichst nach dem Spiel, die sagen eigentlich, erste Halbzeit haben wir auch nicht viel zugelassen. Es war eigentlich ganz okay zu verteidigen, ja, und du machst halt dann einen individuellen Patzer zum Elfmeter, ja, nimmst einmal das Laufduell nicht auf und der haut den Freistoß in den Knick und dann ist das natürlich nicht so leicht und mit der ersten Aktion in der zweiten Halbzeit kassierst du das 0-2. Da gingen schon die Köpfe runter. Deswegen, das ist auch ein Thema, wo wir arbeiten dran müssen. Es wird dieser Saison oft vorkommen, dass vielleicht was nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Und wir müssen lernen, das schnell abzuhaken, zu sagen, okay, scheiß drauf, es geht weiter. Das haben wir dann zum Glück durch die Umstellung hingekriegt gegen Fürth. Und dann nach dem dritten Tor war das wieder so ein Moment, wo wir dann auch direkt danach eine Schusschance haben und dann einen Konter kriegen, das vierte kriegen. Das sind Momente, wo wir einfach weiter dran arbeiten müssen, dass den Jungs nicht mehr so oft passiert und dass wir weiter dran glauben, weil wir auch in der Saison schon oft bewiesen haben, wenn wir hinten sind, selbst wenn wir 2 Tore hinten sind, dass uns ein Moment auch reicht, den Schalter umzulegen und dass man vielleicht dann nicht die Situation verschläft, weil man vielleicht schon abgeschalten hat, dass dieser Moment auch kommt. Und es kann ganz schnell gehen in die andere Richtung, das haben wir auch schon miterlebt. Die Umstellung auf Dreierkette meinen Sie, beziehungsweise auf eine Fünferkette dann defensiv. Was hat denn aus Ihrer Sicht dafür gesprochen und wie waren Sie dann in der Bilanz am Ende? Was ist so Ihr Fazit daraus? Ist das etwas, was Sie jetzt häufiger einsetzen wollen? Ja, wir haben ja oft überlegt, gegen gegnerische Drei- oder Fünferketten auch mit einer Drei- oder Fünferkette zu spielen. Ja, bisher hat man so das Gefühl, wir entwickeln uns in der Viererkette gegen diese Systeme ein bisschen besser, aber nach Wiesbaden und nach Fürth müssen wir doch sagen, da haben wir ein bisschen Probleme gekriegt. Ja, das ist schwer und es ging einfach in dem Spiel darum, auch die Jungs mit so einer Umstellung müssen sie an irgendwas anderes denken als an das reine Spiel. Und nach dem 0-2 war dann schon so eine Phase, wo man gesagt hat, okay, wir müssen was ändern, dass die Jungs komplett anders denken. Und das haben sie dann auch, fand ich, ordentlich gemacht, dass du das dritte Tor dann wieder nach einer Standard kriegst und das vierte
wo du ein individuelles Duell halt einfach verlierst. Das passiert dann, aber ich glaube, sie haben es dann ordentlich gemacht. Und es ist auch ein Thema, wo wir sagen, okay, da können wir ein bisschen dran arbeiten, das können wir vielleicht auch reinbringen für gewisse Spiele, um uns da ein bisschen Sicherheit zu geben. Reingebracht haben Sie auch ein neues System von Anfang an. Normalerweise waren Sie sehr stark an dem 4-3-3 in der letzten Saison orientiert, haben das auch in dieser Saison überwiegend gespielt und haben jetzt aber mit einer Doppel-6 gestartet. Jetzt kann man sagen, naja, 0-4 hat nicht funktioniert, aber Sie haben sich intensiv damit jetzt mit dem Spiel auseinandergesetzt. Einmal die Frage, was sprach aus Ihrer Sicht dafür? Und dann die zweite Frage, auch da, wie bewerten Sie das? Und ist es nicht trotz dieser Niederlage vielleicht ein Mittel, dass Sie künftig einsetzen wollen? Ja, das ist schon auch aus dem Wiesbaden-Spiel, dass wir gegen Wiesbaden haben wir auch nach 35 Minuten umgestellt auf ein 4-2-3-1 gegen den Ball. Und ich glaube, Wiesbaden hatte in der zweiten oder in diesem Zeitraum bis zum Freistoß noch eine Halbchance. Also haben wir da sehr viel defensiv weggenommen und haben selber dadurch auch Druck entwickeln können. Das hat uns dann so ein bisschen auch war so ein kleiner Fingerzeig, okay, da in die Richtung geht's gegen eine Dreierkette. Und gegen Fürth war es natürlich auch so, mit der Doppel-6 kannst du sehr, sehr mannorientiert gegen Regotta und Green spielen. Ja, das haben wir vielleicht nicht optimal umgesetzt, aber es hat uns ein bisschen sicher gegeben, weil wir dann vielleicht schneller oder klarer in direkten Duellen waren. Nicht unbedingt dann in Überzahl, aber zumindest in direkten Duellen. Und das war schon so ein Ansatzpunkt, das Gefühl aus dem Wiesbaden-Spiel. Ja, und auch nicht nur das Gefühl, auch das, was sich dann auch zeigt, dass wir in dieser Phase den Gegner schon auch beherrscht haben. Im Gegensatz zur Phase davor, als wir 4-3-3 gespielt haben. Plus natürlich auch in direkte Duelle zu kommen. Also durchaus ein Mittel, das Sie weiter in Erwägung ziehen? Oder sagen Sie, nee, 4-3-3 ist eigentlich das, was unsere Mannschaft am besten beherrscht und was Ihnen dann vielleicht auch in so einer Situation, wie sie jetzt ist, Sicherheit gibt? Es gibt uns vielleicht Sicherheit, eher vielleicht im Spiel mit Ball. Ich sage, gegen gewisse Grundordnungen hat es uns überhaupt keine Sicherheit gegeben gegen den Ball. Also da sind wir ja schon weggekommen, weil es ist schön, wenn du ein System hast, aber wenn das halt in gewissen Spielphasen halt auch, wenn da keine Zuständigkeiten klar sind, wenn wir das nicht so auffangen, dass wir das im letzten Jahr oft auffangen haben können, ja, in der Ordnung. Das lag auch daran, dass wir eingespielt waren, dass der Flow gestimmt hat, dass der Gegner vielleicht auch nicht diese Qualität hatte im Vergleich zu uns in der Liga. Und da müssen wir schon auch Anpassungen irgendwo finden. Und ich glaube, da haben wir jetzt mit dem 4-2-3-1 schon auch eine Idee, wie wir das besser auffangen können. Lassen Sie uns vorausblicken auf das Spiel gegen Kiel am Wochenende, am Samstag. Erste Frage, Başkem Aydini. Es hat jetzt in den letzten Spielen gefehlt, war verletzt, wurde auch schmerzlich vermisst. Wie sieht es denn bei ihm aus und wie ist der aktuelle Stand? Könnte er fit werden? Er hat heute schon große Teile vom Training mitgemacht, wird Nachmittag nochmal individuell belastet und dann hoffentlich morgen wieder ein paar mehr Teile mitmachen können. Und dann schauen wir, ob das bis Samstag reicht. Mhm. Mit Kiel kommt jetzt ein Top-Club und es ist eine ähnliche Situation vielleicht wie vor dem HSV-Spiel. Damals gab es die Niederlage gegen Elversberg, die auch ähnlich wie gegen Wiesbaden für eine Enttäuschung gesorgt hat, weil man eben gedacht hat, gegen den Mitaufsteiger punkten zu können. Danach gab es 0-7 in Hannover. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wie sehen Sie die Parallelen da? Und ist es jetzt vielleicht auch ganz gut, dass so eine Mannschaft wie Kiel kommt, dass man eben ja, zu Hause nochmal so einen ähnlichen Effekt wie gegen den HSV schaffen kann? Ja, grundsätzlich spielen wir trotzdem, dass wir noch nicht so erfolgreich sind, gerne an der Brücke. Das ist einfach der einzige Ort in Deutschland, wo vielleicht noch ein paar Leute auf uns setzen. Der Rest setzt nicht auf uns. Das wird sich auch nicht ändern wahrscheinlich. Also keiner setzt auf Braunschweig und auf Osnabrück. An der Brücke werden noch viele auf uns setzen. Ja, und das gibt uns ein gutes Gefühl, auch mit den Fans im Rücken da dagegen zu halten. Dann auch die Power zu entwickeln, dass wir das abrufen, was wir körperlich drauf haben. Ja, und dann müssen wir schauen. Kiel ist eine sehr variable Mannschaft, eine spielstarke Mannschaft, dass wir da auch viel wegnehmen und dann immer auch selber nicht nur Nadelstiche setzen, sondern auch den Gegner auch mal vielleicht festschnüren, ins hohe Pressing kommen, das zu zeigen, was die Leute an der Brücke von uns sehen wollen. Und ein letzter Satz noch, Sie haben gesagt, die Fans die in Osnabrück ist noch einer der letzten Orte, wo man im Moment an uns glaubt, so richtig. Die Fans sind aber auch mitgeleistet nach Fürth, 500 waren ungefähr da und haben ihnen dort auch signalisiert, wie groß auch der Glaube ist. Die Aufmunterungsrufe nach dem Spiel waren fast größer oder lauter als die Feierrufe der Fürther zwischenzeitlich. Aber es fielen dann auch ganz deutliche Worte, nämlich was die Fans jetzt auch von der Mannschaft erwarten. Ne?
Ja, aber da haben Sie auch recht. Also das ist ja auch so, wir merken, Sie stehen hinter uns, Sie reisen weit und trotzdem haben Sie uns auch klar mitgeteilt, dass Sie nicht alles honorieren. Und ja, wir müssen immer in Vorleistung gehen. Das wird immer so sein im Sport. Du wirst nie besser, nur weil deine Fans gut sind. Und wir haben super Fans, ja, aber wir müssen jedes Wochenende in Vorleistung gehen. Das geht am Trainingsplatz schon los, unter der Woche. Wir müssen marschieren, wir müssen Gas geben, wir müssen dran glauben. Ja, und dann müssen wir am Wochenende alles reinhauen und, glaube ich, dann zumindest ein paar Parameter erfüllen, die man sehen will, ja, die auch verpflichtend sind für uns, die abzurufen. Und dann, glaube ich, verzeiht der Fan auch vielleicht eine Niederlage, aber es muss stimmen auf dem Feld. Und das müssen wir als Team hinkriegen, das ist unsere Bringschuld. Und mit der gehen wir durch die Woche, weil wir genau wissen, dass wir am Samstag liefern müssen. Dafür alles Gute. Dankeschön. Danke.